Dimitri Cholot ist schnell, vielseitig und hat Führungsqualitäten wie kein anderer. Doch wenn das Ausnahmetalent das Becken verlässt, ist er wie ausgewechselt, entspannt und ein liebevoller Familienvater. Ich denke, für Dima ist Wasserball so sein Beruf. Er übt es mit Leidenschaft aus, auch mit vollem Engagement. In Belarus wurden ihm die Grundlagen und Techniken des Sports gelehrt, bevor er wieder zurück nach Russland ging und sich unter anderem Dynamo Moskau anschloss. Mit dem Champions-League-Teilnehmer wurde Cholot zweifacher Russlandmeister und dreifacher Länderpokalsieger. Coach of Water Polo Group came to my parents and asked if I want to try water polo. My father didn't know what kind of sport it was. He said, okay, if he wants, he can try. And I tried and I'm here for 20 years. Schnell machte sich Dimitri Cholot mit seinem Können in Europa einen Namen. Und genau aus diesem Grund wollten sich die Wasserfreunde das Ausnahmetalent unter den Nagel reißen. In der Saison 2019-2020 wechselte der russische Nationalspieler in die deutsche Hauptstadt. Seitdem hat er sich bei den Spandauern voll etabliert und seine Trophäensammlung erweitern können. Well, we have a very good group of people, which are working one for each other, ready to sacrifice, you know, for each other and fight for each other. This is important. Vor dem Spandauer Kapitän fürchtet sich wirklich jeder Torwart. Und das überrascht auch niemanden, denn mit seinem besonderen Schuss führt er die Liste der Torjäger der deutschen Wasserballliga an. Jeden Spieltag stellt Cholot seine Stärken unter Beweis. So auch im Stadtderby gegen die Schwimmgemeinschaft Neukölln, die Wasserfreunde mit 27-8 bezwingen. Diszipliniert, motiviert und er bringt unsere Mannschaft immer mit, also nach vorne. Auch im privaten Umfeld läuft es für den 31-Jährigen perfekt. Seit 2014 ist Dimitri mit seiner Anastasia verheiratet. Sie ist beruflich als künstlerische Schwimmtrainerin tätig. 2015 kam ihr erstes Kind zur Welt, 2019 folgte noch eine Tochter. Die Familie lebt im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. They're all the time with me. Well, I think it's normal, the family your biggest support. Doch was ganz wenige wissen, ist, dass Cholot 1992 in Eberswalde das Licht der Welt erblickte. Denn sein Vater war als Soldat in Potsdam stationiert. Bereits nach einem Jahr verließ die Familie wieder Deutschland. Und umso größer ist die Freude des Russen, wenn er in 3 Wochen auf den OSC Potsdam trifft. People joke with me, you know, when we go to play against Potsdam, like you are home now. In Berlin fühlt sich Dimitri Cholot wohl. Ob beim Spaziergang im Schlossgarten Charlottenburg oder mit seinen Mannschaftskameraden im Becken, wenn er sich vor allen Torhütern wieder auf die Lauer legt.